wieder soweit. Zeit für die Glossybox. Ich bin ein bisschen spät dran dieses Mal. Das lag daran, dass die Glossybox gleichzeitig mit der Petitbox gekommen ist. Das Petitbox-Video ist das letzte, was ich hochgeladen habe. Also wer mich regelmäßig guckt, der hat das schon gesehen. Und die kamen eben gleichzeitig und ich wollte jetzt nicht zwei Videos irgendwie am selben Tag oder an zwei Tagen hintereinander hochladen. Das finde ich irgendwie doof. Und deswegen habe ich diesmal die Box schon ausgepackt. Habe schon einen Blog-Eintrag dazu geschrieben, weil sonst hätte ich hier ewig mit dieser geschlossenen Box gesessen. Und dann, Kinders, dann, also das wäre gewesen wie mit 5 unterm Weihnachtsbaum, wenn schon die ganzen Geschenke da liegen und man darf sie nicht auspacken. Das fand ich immer ganz furchtbar. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe schon reingeguckt und zeige sie euch jetzt. Es ist eine besondere Box. Es ist die Einjahresgeburtstagsbox von Glossybox, weil Glossybox ein Jahr alt wird. Und die sieht von außen von der Verpackung so aus wie immer. Und innen ist es ein wenig anders. Also Schleifchen habe ich jetzt schon aufgemacht. Innen ist ein anderes Seidenpapier als sonst. Könnt ihr das erkennen? Da haben sie sich Mühe gegeben, dass sie ein anderes Papier genommen haben. Super niedlich mit so Muffins und Kuchen und Pinseln und Zeugs drauf. Ey, wirklich super, super süß. Und innen drin war dann, wie üblich, so ein Kärtchen, wie immer, wo die ganzen Sachen draufstehen. Und ich habe meinen Tisch heute nicht hier. Ich habe sonst immer so einen Hocker hier stehen. Deswegen muss ich jetzt wieder alles auf den Boden stellen. Ich gucke dann die ganze Zeit wieder nach unten. Aber egal. So, ich fange einfach an. Los geht es mit dem Kryolan Eyebrow Powder. Der sieht so aus. Kryolan. Die Farbe, die ich habe, ist Medium. Und zur Beschreibung steht hier, das samtweiche und besonders langhaltende Puder ist speziell für die Augenbrauen gefertigt, um ihnen mehr Fülle und Struktur zu verleihen. Ja, so. Gucken wir mal innen rein. Da sieht es so aus. Also ausprobiert habe ich ihn noch nicht, nur ausgepackt und angeguckt. Und finde ich sehr schön. Ich benutze ja immer Augenbrauenpuder oder Augenbrauenstift oder beides. Also damit kann ich echt viel anfangen. Finde ich auch gut, dass die Farbe Medium gewählt wurde. Ja, damit kann man, glaube ich, nicht so viel verkehrt machen. Dann weiter. Maria Gallant, weiß ich nicht, wie sie ausgesprochen wird. Hydra Live Jeu 100. Dunkle Augenschatten und Schwellungen gehören der Vergangenheit an, denn diese leichte Augenpflege beruhigt die Haut und versorgt sie mit vielen wertvollen Inhaltsstoffen. Es ist so eine Augencreme, die sage und schreibe, also das ist ein Originalprodukt, 15 Milliliter, die sage und schreibe 45 Euro kostet. Da bin ich mal platt. Ich habe von der Marke noch nichts gehört, macht aber gar nichts. Also ich finde es schön, mal was Neues auszuprobieren und Augencreme benutze ich immer. Also im Moment die von DM, aber dann probiere ich die einfach danach. Dann Nummer 3, OPI Nail Lacquer. Das ist hier eine unfassbar winzig kleine Mini-Flasche. Der weltbekannte Nagellack von OPI ist splitterfest und lässt sich streifenfrei auftragen. Mit seinen hochwertigen Farbpigmenten bringt er die Nägel zum Strahlen. Also ich hatte noch nie einen Lack von OPI und bin super gespannt, den auszuprobieren. Und die Farbe ist voll und ganz meins. Also Pink auf den Nägeln finde ich besonders im Sommer total gut. Und also ist halt so eine kleine Größe. Und ich wollte nämlich schon immer wissen, ob diese teuren Lacke, also weil der kostet im Original 15 Milliliter, was halt so eine normale Flasche ist, kostet der 16 Euro. Und ich benutze ja sonst immer, also ich glaube das teuerste, was ich vielleicht habe, ist mal L'Oreal oder Revlon oder so. Und ich wollte schon immer mal wissen, ob die teuren Lacke wirklich besser sind als die billigen, so von P2 und so. Und freue ich mich, dass ich das mit dieser Mini-Probe ausprobieren kann. Dann Nummer 4. René Fourterer Karité Shampoo. Extrakte der reichhaltigen Karité-Frucht reinigen und schützen Haar- und Kopfhaut. Die Haare erhalten Glanz und Vitalität zurück. Das ist hier so eine, also ist auch eine Probe, aber so eine bisschen größere Probe. Da steht drauf, für sehr trockenes Haar.
und trockene Kopfhaut ist für mich wunderbar. Ich habe trockene Haare, trockene Kopfhaut und habe ja so ein bisschen Problemhaare mit Naturkrause und so. Und da freue ich mich immer, wenn ich was Neues ausprobieren kann. Also auch damit bin ich sehr zufrieden. Und das letzte Produkt, Weleda Birken-Dusch-Peeling. Mit dem besonders sanften Peeling wird ein verfeinertes, strahlendes Hautbild erzielt. Die Zellaktivität wird gefördert und die natürliche Hauterneuerung unterstützt. Das ist hier so eine kleine Probe. Ich mag Peelings. Ich mag Weleda. Von mir aus hätte das jetzt auch eine große Größe sein können. Aber ist ja auch zum Ausprobieren gedacht. Finde ich gut. Zur ganzen Box muss ich mal sagen, ja, ich finde die richtig Bombe. Also ich finde die richtig Bombe. Ich habe ja in letzter Zeit die Boxen doch hin und wieder mal kritisiert. Wenn ihr mich öfter guckt und meinen Blog lest, dann wisst ihr das, dass ich jetzt nicht mit allen Glossy-Boxen so total glücklich war und die da irgendwie super fand. Also da war tatsächlich auch eine dabei, die ich, wo ich einfach fand, die gingen gar nicht. Und die, muss ich sagen, finde ich richtig gut. Also das sind, Das sind halt Marken. Also das ist jetzt kein Zeugs irgendwie aus der Drogerie oder sowas, sondern das sind richtig gute Marken. Und ich habe jetzt auch persönlich einfach Glück, dass die Sachen so genau zu mir passen. Also gerade hier so Augenbrauenpuder und auch noch pinker Nagellack. Also gut, ne? Da freue ich mich natürlich besonders. Aber auch sonst, also auch wenn es jetzt andere Produkte gewesen wären, andere Farben, ich finde, die Marken sind schon... Das sind schon Luxusproben. Also das ist schon das, was die Glossybox ursprünglich mal versprochen hat. Und ja, finde ich gut. So, das war es dazu, meine Lieben. Ihr habt jetzt bestimmt schon, fast 1000 Videos zu Glossyboxen gesehen. Falls ihr trotzdem noch Lust habt, mir unter das Video ein paar Kommentare zu schreiben, wie ihr die Box findet. Oder falls ihr sie selber auch habt, was ihr drin hattet und wie ihr das fandet, dann freue ich mich wie immer, meine Lieben. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir Kommentare schreibt. Und ja, dann bis bald. Tschüss.